Was? Was? Das ist schon krass. Alter. Aber, boah. So, Freunde der Sonne, was ist denn heute schon wieder los hier? Wir sind mit unserem schönen Ford Bronco gerade unterwegs und ich muss jetzt hier mal gucken, heute mal nach dem 7810 schauen, dass wir den mal für die Saison in Gang bekommen und ja, mal das Nötigste tun, denn heute ist mal wieder so ein bisschen frühlingshaftes Wetter, trotz kalter Temperaturen, aber wir schauen mal, dass wir das alles mal so vorbereitet bekommen, Batterie aufladen und so weiter, dass es bald losgehen kann, so rum. So einmal zu. Das Witzige ist übrigens auch, falls ihr das schon in den Stories gesehen habt, dass man bei diesem Ford Bronco die Türen ausbauen kann. Das heißt, richtig easy, du machst einfach hier einmal, hier ist das, hier, die Schraube machst du einmal los mit dem 13er Schlüssel, machst die Schraube da unten los mit dem 13er Schlüssel und dann ziehst du den Stecker hier einfach raus und fertig ist die Kiste. Und dann kannst du die ganze Tür rausnehmen und kannst quasi das Auto mit offenen Türen fahren. Also das ist wirklich, wirklich ganz nice. So, jetzt gucken wir hier mal rein. Zum 7810. Oh, Tim! Sören. Hä? Was machst du denn hier? Überleg doch mal, der Trecker hier. Wie lange haben wir den jetzt schon nicht mehr bewegt? Ein Jahr gefühlt. Aber ja, das stimmt nicht ganz. Wir wollten morgen los, ja. Jetzt bin ich ein bisschen perplex. Aber gut, egal. Dann machen wir mal was Schönes hier. Eigentlich wollte ich dich übrigens auch noch anschreiben. Hast du heute Morgen eigentlich gesehen, was bei John Deere online gestellt wurde? So halb mit, also mein Handy war voll mit Nachrichten, aber ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, oder? Das ist mega krass. Das kann nicht sein, oder? Ich habe gedacht, das ist ein Scherz. Sind die gehackt worden? Was ist da los? Es wirkt auch wie so eine Fotomontage von dem, was ich da bereits gesehen habe. Das wirkt irgendwie so surreal. Es ist ein bisschen... ich weiß nicht, hast du dir das schon angeguckt? Ich habe mir das noch nicht so richtig angeguckt. Ich habe gestern Abend nur die ersten Instagram-Posts dazu gesehen. Ja. Aber ich habe jetzt von John Deere eine Mail bekommen, wo wir die offiziellen Informationen quasi drin haben zu der Maschine. Und dementsprechend habe ich gedacht, wir können den Trecker hier fertig machen, einen schicken 7810. Ja, warte, halt. Können dann ja noch mal ein bisschen auf den Konto gucken. Du hast mich gerade so ein bisschen gehuckt hier. Also, ja, dann guck. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Scherz, aber wenn du sagst, du hast jetzt eine offizielle Mail bekommen. Ja, dann halt du mal die Kamera. Ja. Dann hole ich jetzt mal schnell den Laptop. Ja, ich bitte drum. Dann gucken wir uns die Sachen erstmal an. Moment, kleinen Augenblick, bin sofort wieder da. Ich hatte jetzt hier von den Jungs was zugeschickt bekommen. Warum hast du das und ich habe das nicht? Also, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, weil wir das so vereinbart haben. Ach so, okay. So, also wir verraten schon mal so viel. Es geht um den neuen 9RX. So, das heißt nämlich schon die E-Mail. So heißt die E-Mail. Ja, Material. So, ich hab das Material jetzt runtergeladen. Jetzt willst du mir erst nur, Warte. Was müssen wir denn hier machen? Warte, jetzt wird's spannend. Ich mache jetzt einfach mal so Rennen. Einfach, ja, du weißt doch sowieso nicht, welches ist. Genau. Oh, was? Was? Das ist schon krass. Alter, was ist das denn für ein Vieh, guck dir das an. Alter. Das Ding ist... Was steht da drauf? 830. 9RX 830. So. Aber guck dir doch mal an, diese breiten Raupen, diese breite Spur. Das ist der 1000er Fan-Modus, mal drei der, der und böse, immer. Der böse Blick, aber immer. Während der Fahrt. Alter. Was ist das für ein... Das ist einfach nicht mehr normal. Genau. Also, das ist ein bisschen sehr doll. Warte mal, ich mache hier mal nochmal ein anderes Bild. Alter. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob die anderen noch krasser werden. Aber... Boah! Was? Also das ist ja wohl der Thumbnail des Todes. Ja... Ich meine, das eben gerade war ja auch schon echt brutal, aber das geht auf keine Kuhhaut mehr. Nein. Ist das doch auch nicht mehr die gleiche Motorhaube wie vorher, oder? Das ist doch irgendwie fünfmal breiter. muss man leider sagen, dass das... Und wirklich, ich habe das vorher noch nie gesehen, dieses Gerät. Ich habe nur so ein paar Bilder mal gesehen, so Spy-Shots in den USA, wie der auf einem dicken Trailer stand. Es gab so ein paar Erlkönig-Bilder, es tatsächlich, die... Da konntest du schon sehen, dass das so breit wird. Ne? Das ging in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ich habe es jetzt nicht genau vor Augen, war es final dieses Design, was wir jetzt haben. Aber es war halt auch so, dass er sehr breit stand und auch so. Also es sah so aus, als wenn das ganze Chassis so richtig Lowrider. Lowrider. Das ist das, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Ja. Das ist wie so ein mit Luftfahrwerk tiefer gelegtes Teil. Also pass auf, wir haben ja hier nicht nur Bilder. Wir gucken gleich die Bilder nochmal weiter durch. Aber wir haben jetzt hier auch ein Video nochmal. Wir gehen das Video nochmal an.
Also ich habe auch noch überhaupt gar keine technischen Specs mehr angeguckt, aber ich würde auch wetten, dass die Raupen größer sind als vorher. Ja, ne? Also allein diese Räder von den Raupen. Bei dem Konkurrenz, bei dem roten Konkurrenzprodukt. Alter, guck dir das an. Diese Motorhaube, da kannst du ein Auto drauf parken. Ja, und hinten hast du einen Hubschrauberlandeplatz. Das ist ja Wahnsinn. Guck dir, wie breit das ist. Jetzt ist natürlich die technische Frage, warum ist eine breitere Raupe besser? Also abgesehen von der Gewichtsverteilung natürlich. Ist das irgendwie für die Traktion tatsächlich besser? Also klar, die Raupen, wenn sie breiter werden, siehst du ja, das ist ja wahrscheinlich eine 890er Raupe, ne? Viermal. Nee, ja, die Frage ist ja, wenn du den wirklich breiter stellst, dann kannst du natürlich die, also ich glaube, bei 890 war doch vorher Schluss, würde ich jetzt sagen, bei der Kettenbreite. Genau, genau. Und wenn du den breiter stellst, dann kannst du ihn ja natürlich auch noch. Ja, und könntest du hast über natürlich, Tausender genau, Ketten darauf genau, ziehen, der Trick ist natürlich, dass du eine Wendigkeit hast. Das muss man natürlich fairerweise mal sagen. Aber das geht. Oh, pass auf hier. Jetzt guck dir mal. Also, ich komme immer noch nicht auf diese 830 klar, Mann. Hier, und jetzt guck dir mal die Luftansaugung an. Das ist wie so ein zweiter Auspuff, der da quasi aber oben ist. Aber das hat doch der das jetzt. Also aber nicht alt, so. Aber nicht so. Haben die nicht auch so einen ähnlichen? Ja, so ähnlich. Aber nicht den. Nee, das ist einfach unnormal. Also da sieht man auf jeden Fall, das ist das, auch, das Rad ist größer. Ja, ja. Na, das muss. Also was ich sagen wollte, bei dem roten Konkurrenzprodukt, was wir in Hannover gesehen haben. Auch schon und ich auch drauf gesessen habe. Ja. Das hat auch größere Ketten. Die sehen irgendwo ähnlich aus. Ich meine, hier sehen sie auch ähnlich aus, aber die sind auch in sich größer geworden. Das ganze Ding ist einfach größer geworden. Das ganze Ding ist, ich meine, da ist die Motorhaube auch. Wenn du mal oben auf dem 715er Quadrat gesessen hast, denkst du ja auch, also diese Motor, das ist keine Motorhaube mehr. Nee, das ist einfach ein Gefährt vor dir. Ja, das ist, genau, das ist ein Fahrzeug, was da vorne nochmal drauf ist. Das ist unfassbar. Jetzt haben wir hier gerade schon mal das erste Bild von drin. Also das ist natürlich zu erwarten gewesen. Jetzt haben wir quasi das nicht Generation 5, sondern G5, ganz wichtig. Ne? G5 Display, stimmt. Also Universal und quasi das Command Center. Man hat ein neues Eckpfosten-Display. Stimmt. Das sieht richtig nice aus. Und jetzt siehst du hier diesen Rüssel da oben. Der Luftansauger, ja. So, jetzt geht Rainer, setzt sich hier mal drauf. Oder Robert, wahrscheinlich eher. Rob setzt sich jetzt erstmal auf den 9RX. Und fährt erstmal mit seinem Erstlieder los. Genau, Erstlieder mit Graincard hinter, ne? Mit dem C850T. Wofür auch immer. Man gönnt sich sonst nichts. Man gönnt sich sonst nichts. Genau. So, der Betrieb hat übrigens wahrscheinlich 18 Stück von diesen Kombinationen gekauft, damit sie irgendwie was schaffen. Geleased. Das kann natürlich auch sein. Aber guck dir das an. Doch nicht normal. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sieht denn die Variante aus, die auf 3 Meter oder 3,50 Meter Außenbreite in Europa durch die Gegend fährt? Mhm. Da wird es sicherlich andere Achsen für geben. Müssen, ist ja logisch, aber nichtsdestotrotz. Aber die Frage ist ja, wird es, also wir haben ja meistens mit diesen Breiten in Deutschland das große Problem. Mhm. Ist das Problem auch, wird es eine deutsche Variante geben, die dann halt schmaler ist? Das weiß ich nicht. Das ist Wahnsinn, dieses Gefährt. Ey. Also ich will das Ding auf jeden Fall fahren. Also wenn wir den in Deutschland im Sommer hinkriegen, irgendwo hinkriegen würden. Also Quadrak haben wir ja schon fix gemacht, das wird ja schon was. Und wenn wir den noch kriegen würden, Hammer. Ja, beim Quadrak haben wir schon gedacht, warum? Was soll das? Aber das, jetzt kommt dieses Gerät daher, was das einfach nochmal. Einfach phänomenal. Nicht nur eine Schippe obendrauf, sondern einfach eine ganze Wagenladung obendrauf macht an Größe und Leistung und was weiß ich was. Leistung, gutes Stichwort. Also, wir haben jetzt ja schon gesehen, da war auf dem einen Stand 770, glaube ich, drauf, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Und auf ich war geflasht von den Bildern. Genau. Ich habe nur 830 gesehen. Ich habe 770 eben, glaube ich, schon gesehen. Wahnsinn. Und jetzt steht da auch noch 830. Das heißt, 830 sind schon mal 115 mehr als der größte Quadrak, der 715er. Mhm. So, jetzt haben wir aber hier. Der geboostet 700. 78 hast du mir gerade erzählt? Ich glaube schon, also knappe 780 PS. So, Pressemitteilung. Ist immer gut. Was ist das da oben? So. Mit drei zusätzlichen Modellen. So. Ah. Pure Zugleistung. Dann aha, guck. Jetzt geht's hier los. RX 9RX 710, 770 und 830. Und 830, Bis zu einer maximalen Leistung von 913 PS. Alter, was ist das? Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt der Drehmoment. Drehmoment 4234 Newtonmeter. Alter, was hatte ich vorhin gesagt beim Quadrak? 3200. Der 1000 weniger, ne? Der 1000 Newtonmeter. Das geht auch gar keine Kuhhaut. 18 Liter Motor. JD18X heißt das Ganze. Ist das, jetzt ist meine Frage, ist das der Motor, den die auch in den Hexern mittlerweile verbauen, diese Kooperation von Liebherr und John Deere? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Du weißt, welchen ich meine, der 18-Liter-Motor, dem 9500
500, 600, 700 ja. drin ist in den Feldhäckslern. Das, aber weiß ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt, kann sein. Ja. Ohne den Einsatz von AirBlue, ja, das muss dieser Motor sein. Weil der, das ist auch ein 18 Liter Motor ja. ohne AirBlue. Ja, das ist schon krass. Ohne AirBlue. Ohne AirBlue. Ohne AirBlue. Aber mit 636 Liter Hydraulikpumpe. Warte, du hast, ja. du hast nicht alles gesagt. Optionale Dreifach-Hydraulikpumpe. Okay, gut. Bis zu 663 Liter pro Minute. Alter. 636, ja, damit wir hier das, korrekt sind. Ja. E21 Powershift getrieben. Gut, also natürlich. Das, die 636 brauchst du natürlich in europäischen Gefilden normalerweise nicht, aber das, was wir da gerade gesehen haben mit dem Grain Card und dem Airseeder, da kannst du natürlich schon sowas gut gebrauchen. Was sagt er? Das ist vollmechanisch E21 Powershift oder E23? Also zwei Powershift-Getriebe quasi müssten die ja dann haben. Aber warum? Vielleicht wegen unterschiedlicher Geschwindigkeiten? Hm. Weiß ich nicht. Efficiency Manager, nutzt die hohe Motorleistung. Ne? Ja gut, okay. Das E21 ist vollmechanisch und das andere kannst du im Automatikmodus wahrscheinlich fahren. Genau. Wir kennen es ja noch vom 8R 410. Das ist quasi das 16, das ist ja quasi das E16 ja, oder das E19. Ist ja, E19 wäre das, ja. Genau. Ja, aber beim Wobei das E vielleicht nicht dabei ist. Nein, sondern aber eher, es ist Powershift. Wie auch immer. 19 Gang Powershift. Ja, genau, P. Was haben wir hier noch so? Die neuen Fahrwerke. Genau, Antriebsrädern von 120 mm Durchmesser. Das war das, was wir gesehen haben, ja. Maximale Gewicht von 38 Tonnen. Genau. Und was Quadrack war, glaube ich, 28 so. Bis 32 irgendwie, so je nach Ballastierung. So, Tim, jetzt kannst du dir überlegen, wie du die verbleibenden 1900 Kilogramm, welches Anbaugerät du gerne dafür haben möchtest. Ja, jetzt sind wir wieder bei der deutschen Straßenverkehrs Dingensbummelskirchen. 40 Tonnen Begrenzung. Ja, also wir fahren quasi den Trecker solo zum Land und dann kommt unser 6110M mit unserem 12 Meter Köckerling Vektor, der diesen Trecker bei jeder Kurve wahrscheinlich umschmeißen wird und bringt uns den Grubber quasi hinterher. Und dann hängen wir den an und dann geht's los. Genau. Und dann, oder wir haben einen arrondierten Betrieb. Und dann ist das egal. Und dann haben wir diesen 12 Meter Vektor auch starr. Das ist schon. Was steht da noch? Da stehen noch lustige Sachen. 7,5 Stollen. Das ist mir zu kompliziert. Ja, ich bin dafür. Wir gucken gleich mal wieder Bilder. Vor. Also auf jeden Fall habe ich irgendwas gehört, dass die, also weil wir jetzt schon bei der Kabine sind, hatten wir ja schon gesagt, Command U 4 Plus heißt die. Wir haben diesen Kraftstofftank. 1952 Liter. Da hast du noch deine 1900 Kilo. Die Zuladung bis 40 Tonnen ist genau der Diesel. Ja, wahrscheinlich. Genau. Mit Diesel genau 40 Tonnen. Alter, das ist natürlich schon krass. Aber was ist das hier? Das Fast-Fuel-System ermöglicht das Nachfüllen eines 1900 Liter fassenden Dieseltanks in weniger als 4 Minuten. Haben wir denn so wie bei der Formel 1, dass da so einer kommt mit so einem Stutzen drauf und das dann mit Hochdruck da reindrückt? Oder wie funktioniert das? Wie soll das denn gehen? Zieht der Trecker den Diesel raus? Weil so eine 12.000 Liter Drehkolbenpumpe aus dem Güllefass da drin. Wahrscheinlich. Mit Cutter. Falls noch irgendwelche... Hydrauliköl-Wartungsintervall von 4000 Stunden. Wahnsinn. Das sind schon irgendwie alles krasse Zahlen, oder? Das sind keine Zahlen, die jetzt irgendwie so im Verhältnis zu dem stehen, was man kennt. Ja, aber ganz ehrlich, wir haben ja jetzt beim Quadrack haben wir auch gesagt, ne, Kinnlade unten, weil Riesenkamel und so eine PS-Dimension, die wir vorher auch noch nicht gekannt haben beim Schlepper. Das hier hättest du gedacht, dass dieser Schritt ich hätte gedacht, dass John Deere und Case wahrscheinlich mit den Topmodellen so auf Augenhöhe sind. Ja, so bei diesen knapp 800 PS. Genau. Also, das ist auch schon unfassbar viel. Dann hat der eine halt 50 oder 80 PS mehr und vielleicht ein paar Newtonmeter mehr. Aber das hier ist ja quasi eine ganz andere Kategorie. Das ist komplett irre. Zeig doch nochmal mehr von diesem Knall. Ja, jetzt wollte ich hier mal das Video nochmal weiterlaufen lassen. Wir hatten ja gerade schon drüber philosophiert mit den Getrieben, dass es da eventuell einen Unterschied gibt, was den Wirkungsgrad anbelangt, auch, ne? Mit unterschiedlichen, sage ich mal, welche Bereiche du, sage ich mal, schalten kannst und wo du unterwegs bist. Das heißt, es ist sicherlich nicht nur ein Komfortunterschied zwischen den Getrieben, sondern vielleicht sogar auch noch ein Leistungsunterschied. Da wird es bestimmt auch wieder irgendwelche Messungen geben, irgendwelche Institutionen, die sich dessen annehmen und da tatsächlich nochmal Vergleiche fahren. Wahrscheinlich, wenn wirklich John Deere sagt, hier, da gibt es... Wir könnten uns jetzt auch einfach die Pressemitteilung im kompletten Detail, die 38 Seiten, durchlesen, aber ich bin irgendwie zu faul. Ich bin auch einfach nur geflasht von den Bildern. Ja, das ist... Wird das denn rückwärts? Nein, vorwärts. Das sah aber so aus, dass die Aufnahme... Ja, das sah so aus. Ich glaube, die Aufnahme war auch rückwärts. Also schon die hat einen Fehler gemacht an der Aufnahme, weiß man nicht. So, wer ist das jetzt hier? Marie Hoffmann? Nein. Nee.
Das ist Laura. Laura, von, Laura Hoffman. Von Laura, Hoffman Farms. Laura Farms. Nee, genau. Nee, jetzt ist auch schon wieder hier Steven auf dem Trecker. Steven. Genau, was macht Steven? Der ist mega entspannt. Steven hat uns gerade gezeigt, natürlich nochmal die Vorteile dieser Kabine. Drehbarer Sitz, Fußrasten. Ja. Ich sag's immer wieder. Aber ich hab's gerade gesehen. Jetzt müssen wir die Tante nochmal angucken, die hier aufsteigt. Laura. Genau, Laura hier. Aber das ist doch... Also alleine das schon, wie hoch die Raupe geht. Die Raupe geht bis fast unter dem... Man hat den Eindruck, dass die Raupe... Ja, dass jetzt pass auf. Ja, 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 jetzt kommt gleich nochmal von vorne. Jetzt kommt gleich das Bild nochmal von vorne. Da. Oh! Es ist einfach... Es ist einfach so doll, dieses... Aber diese Motorhaube ist halt auch... Die wirkt irgendwie nicht so wuchtig wie von dem Quadrak. Aber oder? Das ganze Ding ist riesig. Das ist also, da passt nichts mit zusammen. Wenn du jetzt hier neben Golf stellst oder sowas, dann denkst du, was ist hier kaputt? Jetzt ist ja die spannende Frage, kann man da vorne auch noch Gewichte reinkriegen? Braucht man, glaube ich, nicht. Genau. Die Front, weil du was aber unten, hier, genau, das, jetzt haben wir eben gerade schon mal drüber Wahnsinn, gesprochen. Ey. Jetzt haben wir eben gerade schon drüber gesprochen. Martin hat ja den wichtigen Hinweis gegeben. Was ist eigentlich, warum der ist Hinterwagen? Warum ist der Blick nach hinten so komplett frei? Ich hatte erst den Gedanken, ja, ist ja logisch, wenn du die Raupen weiter auseinanderziehst mit der breiten Achse, hast du natürlich ein bisschen mehr Platz. Aber hier ist ja überhaupt gar kein großer Tank mehr. Also hier, der Tank, wir sehen es ja auch, der ist ja jetzt auch tatsächlich. Der ist an der Seite. Der ist auch auf der rechten Seite. Das ist also, der ist quasi um die Kabine und um die Knicklenkung herum, ist das quasi. Es sieht so aus, ja. Also unter der Kabine. Weil das macht natürlich enorm viel aus, wenn du den Tank nicht erstmal sozusagen hinter mit dir auf der Hinterachse mitfährst, sondern wenn der quasi im Zentrum des Schleppers Gewichtsverteilung. Der Schwerpunkt ist super tief. Hast du gerade kurz gesehen, diesen Hinweis, Android Auto, Apple CarPlay? Ja, hab ich nicht gesehen. Also, Apple CarPlay stand da jetzt, glaube ich, gerade nicht, aber auf dem Zusatzradio. Hier nochmal ein Bild aus der Kabine, ne? Guck dir das an. Also da sehe ich mich absolut. Wohlfühlatmosphäre. Ja. Ne? Wie viel Platz der da hat! Hast du es gesehen? Das war ja so ein langes Stück Scheibe da gefühlt. Ja, oh, guck mal hier. Oh. Neuer Scheibenwischer. Scheibenwischer wie beim 6R. Geht aber jetzt von unten einmal so komplett rund. So, Laura fährt wieder. Laura's Turn. Da fahren wehen noch die letzten. Also, genau, jetzt müssen wir die Scheibenenge, muss 20 km/h. Weil Trecker groß. Genau. Hast du diesen Hydraulikschlauch da gerade? Alter! Nee. Das ist komplett geisteskrank, dieses Gefährt. Wirklich. Hier siehst du, wie viel Luft da denn wohl durchgeht. Genau, und ja, Luftfilter kannst du auch einfach mal dich drin verstecken. Wartungsfreundlich tatsächlich, genau. Der Luftfilter ist direkt beim Einstieg, den kann man da zack. Und hier siehst du das mit dem Tank auch nochmal so. Ja, genau. Ne? Du siehst, dass der Tank quasi richtig weit runter geht und unter der Kabine sitzt. Und hinten drauf hast du eigentlich nichts. Du hast hinten nichts, du hast hinten so ein bisschen Getriebe. Du hast die ganzen Hydraulikschläuche. Du hast den das hier, was ist das denn hier noch? Das ist wahrscheinlich auch noch irgendwas. Das ist wahrscheinlich irgendwie ein. Könnte das vielleicht irgendwie ein Tank sein? Hydrauliköltank? Oder. Das ist mega. So, Steve, zeig mal den Blick nach hinten bitte. Aus deiner Sicht. Das wäre ganz cool. Schade. Nein, macht er nicht. Was ist das eigentlich? Was ist denn das eigentlich für. Steven? Was war das eigentlich für so ein Ripper oder wie nennen sich diese Dinger? Dieser Gruppe mit vorne Scheiben. Und klassisch Scheiben. Sonnehaken und. Also komplett geisteskrank. Wie viel. Eisen da auch unten. Unterverschluss. Genau. Panzerplatten dick. Genau, hier siehst du auch nochmal, dass hinten nur die Schutzbleche sind. Kein Tank hinten drauf. Das ist mega. Und die hinten die Schutzbleche, das erinnert doch sehr stark an den 8RX. Stimmt. Hier siehst du es mit dem Tank perfekt. Oh ja. Hier siehst du das richtig gut. Auch ganz cool gemacht. Du kannst natürlich auch einmal wie so eine Plattform einmal komplett vom Einstieg, von der linken Seite, einmal hinter der Kabine lang laufen. Ja, das stimmt. Du kannst mit sehr viel Platz. Du kannst einmal rumlaufen. Kannst dann, was weiß ich, wenn du dann wieder in irgendeiner kleinen Hofeinfahrt im Emsland hängen geblieben bist, normalerweise wo man mit so einem Gefährt natürlich hingehört. Selbstverständlich. Und du hast den Spiegel eingeklappt, dann kannst du da eben einmal rumlaufen und. Also das ist wirklich cool, dass du einmal wirklich ein komplettes Plateau hast und Scheiben reinigen kannst, alles Mögliche. Das ist schon. So, jetzt machen wir mal Pause. So, hier hinten, das meinte ich. Das ist ja eigentlich das nur ist für ja Hydrauliktank. Wahrscheinlich. Hydraulik-Tank. Genau, weil Dieseltank ist hier vorne. Weil hier auch dieser riesen Rücklaufschlauch reingeht. Ja. Das ist Martin, kannst du noch halten? Es geht noch. Es ist einfach komplett irre, dieses Fahrzeug. Ja. Und wie viele Scheinwerfer da hinten drauf waren. Kabinenfederung. Hat er auch nochmal Luftfederung oder was das? Sieht fast so aus, ne? Das sieht so ein bisschen so aus, ja. Oder in irgendeiner, oder war es ein Gummipoller? Genau. Gibt es diese Grain Card eigentlich auch noch größer? Der ist ganz schön klein. Starfire integriert natürlich, wir kennen das.
Das ist schon alles gut. Ja, neues Wahnsinn. Display. Das wird noch spannend, bis mit dem mal zu arbeiten. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Bin ich dran? Bist du schon dran? Bin ich dran. Ja, okay, sehr Spoiler, gut. Es ist was für ein Sommer. Ah, nicht schlecht. Es ist was für ein Sommer. Es wird natürlich kein 9RX werden, weil der vor der Spritze ist ein bisschen geisteskrank. Dann passt das aber rein, wir sind ja zumindest... Ich würde jetzt mal sagen, die Aufnahmen sind geil, aber eigentlich, glaube ich, ist es scheißegal, mit was du das gefilmt hättest. Das Ding sieht immer geil aus. Das kannst du mit einem schlechten Handy filmen oder sowas. Ich wollte gerade noch mal reingucken. Oh, warte mal. Ich wollte gerade noch mal gucken, wie es hier mit der... wo wollten wir denn hier rein? In unseren Ordner mit der Pressemitteilung. Wollte ich nämlich noch mal ganz kurz gucken, ob wir da noch was vergessen haben. Aber weißt du was? Wir fahren jetzt erstmal eine Runde mit dem 78-10, weil mir wird nämlich langsam kalt. Wir machen, glaube ich, hier ein bisschen Trecker warm fahren. Wir machen eine kurze Feldrundfahrt und dann können wir uns die restlichen Dinge gleich nochmal unterwegs angucken. Ja, bitte. Ja, dann machen wir das mal so. Wir sehen uns gleich wieder. Genau deswegen fährt man 78-10, oder? Jetzt ist doch einfach genau, alle, genau alles deswegen fährt man diesen Trecker. Oh, also, herrlich. So, Tim, wir gucken nochmal auf die technischen Specs hier. Haben wir ja gerade auf dem Hof schon gesagt. Ich habe jetzt gerade mal meinen Laptop hier nochmal mitgenommen. Also, wir fassen zusammen. 18-Liter-Motor mit nur Diesel-Konzept. Nur Diesel, das ist einfach bekannt aus den Häcksler-Reihen der 9000er-Serie. Genau, das muss es ja jetzt sein eigentlich. Das muss, in meinen Augen, das muss dieser John Deere Liebherr-Kooperationsdingens-Motor sein. Dann haben wir 913 PS Max-Leistung, 830 PS Nennleistung. Das ist so geisteskrank. Genau, also Häcksler-Leistung so in einem Trecker. Und mehr als Häcksler-Leistung, weil der 18-Liter macht ja gar keine 900 PS im Häcksler. Nee, ich bin mir gerade, da bin ich mir tatsächlich gerade nicht ganz sicher. Der macht doch nicht mal 700, glaube ich. Geht das bis zum 9700 oder hat der 9800 den jetzt auch bekommen? Da bin ich gerade nicht so ganz up to date, muss ich fairerweise sagen. Aber, allein mehr als 4000 Newtonmeter Drehmoment steht allein schon in dieser Überschrift. Genau, das ist einfach surreal. Also das ist wirklich irre. Dann haben wir uns angeguckt, also... Wie gesagt, kein AdBlue, dann haben wir die beiden Getriebe, haben wir drüber gesprochen. Warte mal ganz kurz. Ja. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Haben wir im Endeffekt 100 PS Boost oder war es 810 oder 830? Das war jetzt der große. Oder Max-Leistung ist ja kein Boost, sondern theoretisch hast du... Ja. Ich weiß gar nicht, wie sie das hier rechnen. Hier steht ja nur in der Spitzenausführung maximale Leistung. Theoretisch kannst du über der Max-Leistung auch noch IPM haben, also noch Boost. Das kannst du auch noch haben, aber... Erreichen 913 PS Es sind dann also wahrscheinlich nicht. 986 mit IPM das oder sowas in der Richtung. So wahnsinnig. Das ist so wahnsinnig. Genau, dann haben wir gesagt, du hast die... Ach genau, hier, doch, hier. IPM stellt hydraulisches Intelligent Power Management stellt bei Bedarf nochmal 40 zusätzliche PS zur Verfügung. Das auf die 913. Genau, das kennen wir ja aus dem aktuellen 6R, der dann auch mit Sicherheit irgendwann mal geupdatet wird, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Soweit sind wir noch gar nicht. Sind wir? Nein, sind wir nicht. Nee. Erwartet jetzt hier keinen Spoiler. Wir wissen nichts. Nee, wir wissen wirklich nichts. Nein, wir wissen nichts. Wir würden hoffen, aber es wird irgendwann mit Sicherheit geben. Egal, darum geht es gar nicht. So, daher kennen wir, der hat ja normalerweise bei Transport hat er den Boost geschaltet, bei Zapfwellenarbeiten und in der neuesten Ausführung schaltet er den Boost auch bei hydraulischer Abnahme. Heißt, ich habe mit Load Sensing irgendwie meine Sämaschine angetrieben oder irgendwas, dann geht der Boost halt mit an. Und so ist es jetzt hier auch bei der 9RX, bei der neuesten Generation. Nee, das ist schon krass. Dann haben wir gesagt, die Hydraulikleistung ist krass, 636 Liter, das insbesondere für die USA. Komplett die zwei Powershift-Getriebe, die Antriebsräder mit 1,20 Meter Durchmesser. Ja. Das ist halt schon fies für eine Raupe. Das ist kein Rad, wo ein Reifen drauf ist. Nein, das ist ein Antriebsrad, wo eine Raupe drauf sitzt. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und damit hast du natürlich auch bei der breiten Spur einen guten Wenderadius. Wir haben über die 38 Tonnen Gewicht gesprochen, plus 1900 Kilo Sprit. Halt doch mal. Ja, genau. Das Gute ist, ich kann jetzt nämlich im Spiegel... Ich filme hier. Achso, ich kann im Spiegel... Das mache ich doch gerne. Ja, machst du gar nicht? Gut. Ich konnte aber eben gerade im Spiegel so ein bisschen gegenchecken. So, damit die Leute jetzt auch nicht denken, wir fahren hier auf der Straße. Nein, fahren wir nicht. Nein, natürlich nicht. Und wir halten auch gleich an tatsächlich. Genau. Weil sonst wird das auch zu lästig. Ich gucke nämlich zur Kamera, ich gucke nach vorne, ich gucke dahin.
Genau, du kannst ja mal lenken. Ich kann ja einfach mal lenken, genau. So, hier Arbeitsteilung. Und, ach, das ist doch gut. Was haben wir noch? Dann haben wir die Kabine natürlich, da mit dem einmal Command, rumlaufen. Command View 4 ja. Plus Kabine nennt sie das. Ja. Aber das ist doch jetzt nicht die aus dem aus dem X9, aus dem Mähdrescher, oder? Naja, Komponenten davon sind wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja, guck nach vorne. Ja, ist ja gut. Ab in den Bach. Ja. Tim, halt doch einfach mal an hier, Tim. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so überhaupt nicht. Genau, also unsere Arbeitsteilung geht so nicht. Oh, er kuppelt sogar. Ich bin ja, ganz ja weil du das gerne möchtest. Ja, genau. So, guck mal, jetzt. So, jetzt ist er. Wirklich. So. Also, genau. Kabine innen drin mit dem Display. Dafür, ich schätze mal, dass sehr viele Active Komponenten... Active Command sind. Steering, wir kennen es. Variable Lenkübersetzung, bla bla bla. Das Ding auch, glaube ich, auf jeden Fall haben. Weil damit er sich schön ruhig fährt. Und das ändert sich natürlich automatisch von Straße auf Acker, dass die Umdrehungen höher sind. 1950 Liter Dieseltank. Genau, mit dem Sternchen. Wahrscheinlich sind es bei bestimmtem Luftdruck nur 1932. Möglicherweise. Genau, aber das ist wichtig. Fast Fuel System. Weniger als 4 Minuten 1900 Liter Diesel da rein. Also ich muss entsprechend natürlich eine Dieselpumpe haben, die das auch bringt, aber ich kann den halt in sehr kurzer Zeit voll drücken. Also wenn du jetzt Erntehelfer bist und denkst so, alter geil, wenn wir nachtanken, ne, kann ich mal schön ein paar Zigaretten rauchen und mich mal hinlegen eine halbe Stunde. Nein, kannst du nicht. Du musst einfach weiterfahren. Dann Hydraulik-Wartungsöl-Intervall. 4000 ist Zahlen. Was ist das? Also 1000 kennen wir ja schon. Manche hatten 1500, aber 4000. Das ist halt komplett geisteskrank. Das ist sowieso natürlich die neuesten Precision Farming Technologien und Smart Farming Technologien an Bord, ist klar. Section Control, G5 Plus Command Center. Ja. Das ganze Programm. Das ganze Programm, würde ich auch sagen. Ja, und das Interessante, wir können ja nochmal auch hier gucken, es gibt ja tatsächlich drei verschiedene Varianten, hatten wir am Anfang ja auch schon gesagt. Selbst der 710er hat schon so viel Max-Leistung wie der Quadtrac 715. Ja, und 400 Newtonmeter und schon 400, mehr. Schon 400 Newtonmeter, das heißt sozusagen, selbst der kleinste neue 9RX hat schon mehr Bums als guck mal, der Quadtrac. Da sehen wir es auch, wir haben... Oh Gott, das wird warm. Ja. Warm. Ja. Schwer. So, ja. Wir sehen auch, wir haben drei Hydraulikpumpenoptionen, 212 Liter, 424 und 636 Liter. Also im Endeffekt sind dann einfach eine Pumpe, zwei Pumpen, drei Pumpen, so wie das von den Specs aussieht. Ja, klar. Und hier steht auch nochmal Fahrwerk 762 mm. Das ist ja gar nicht so breit. In Breite oder optional 6500 Raupen, was auch immer das ist. Eck 3500 oder 6500, das weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Müssen wir nochmal in Erfahrung bringen. Weil 762 mm ist ja eine normale Breite. Das ist die Norm, was auch auf so einem, sag ich mal, Axion Terratrack auch hinten laufen kann. Ja, genau. Wir haben ein Basisgewicht von 33,5 Tonnen. Also theoretisch hast du dann auch bei dem Kleinen, steht ja hier auch, der Kleine, der 710er, wiegt auch nur 34 Tonnen. Also das heißt, maximale Ballastierung. Ja, genau, aber pass auf, da sind wir dann wieder sehr nah an dem Quadtrac. Also das heißt wirklich, der 710er Die Basis ist schon über dem Quadtrac. Quasi. Also der kann gar nichts ballastieren, nur eine Tonne oder was? Ja, im Endeffekt. Aber der Quadtrac, was sagten die? 28 bis 32 Tonnen oder 31 Tonnen oder 30 Tonnen? Gut, aber trotzdem, der 710er ist sehr nah am Quadtrac 715 und alle anderen sind einfach... Ja, ganz andere Dimension. Das ist schon wirklich... Gut, Tim. Ein paar Breite. Ja, Länge, Breite, Höhe. Breit, was? 2,99 Meter breit. Die kriegen das Ding also auf 3 Meter... Außenbreite. Also das ist jetzt wahrscheinlich natürlich zusammengeschoben mit den schmalen Achsen für Europa, aber ja, hier steht das, was, 2997 mm Außenbreite. Das ist ja, das kann der 9RX, der kleine 9RX, der ist auch nur 3 Meter Außenbreite. Was haben wir denn jetzt, dass die Klimaanlage angemacht? Ich hab, nö. Achso, hinten ist einfach nur das Fenster auf. Nee, ich hab einfach gar nichts. Ich hab einfach die Luft an. Soll ich nochmal oder geht's? Geht! Ja, das stimmt schon. So, Tim, bevor wir länger palabern, wir sind jetzt einfach der erste Eindruck von uns erstmal, damit ihr das mal mitbekommt. Ich hoffe, das Material gefällt euch, was wir hier mit reingespielt haben. Wir geben jetzt noch mal ein bisschen Gas, fahren zurück zum Hofen oder machen noch eine kleine Feldrundfahrt. Guck mal, wo Martin hier mit dem Weidemann rumeiert. Im Cuxhavener Land. Im Cuxhavener Land, genau. Und ich denke mal, das soll es erstmal gewesen sein. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir sind doch sehr geflasht von dieser Maschine. Wir haben gedacht, ja, der... Das ist die neue Benchmark, da
in dem Bereich werden wir jetzt uns bewegen, aber nein. einfach nochmal eine Dimension weiter. Das ist, ja. Also das ist wirklich, das ist absolut wirklich krank. Wir sind natürlich auch gespannt auf Einsatzbilder, die dann in den nächsten Jahren, ich sagen wir mal, natürlich ich hoffe auch, mal, dass wir dieses Jahr schon eine Maschine in Europa sehen werden. Hoffe ich mal. Absolut. Ja, und ja. Natürlich auch, wo kann man diese Maschine wirklich nachher sinnvoll einsetzen? Für was? Ja, also für, mal gucken. Klar, das wird sich immer irgendwas finden. Und, Gülle fahren, wer kennt es nicht? Natürlich, ne? Ja. Eben mit einer 6 Meter Scheibenecke Gülle einarbeiten mit diesem Gerät. So ist das, natürlich. Ja. Jetzt ist aber trotzdem spannende Frage. Egal, Gülle einarbeiten, 6 Meter Scheibenecke, Hubwerk, gibt es das? Also klar, braucht man das, ist die eine Sache. Habe ich jetzt nicht gesehen. Gibt es das? Weil bei den anderen kleinen Modellen, in Anführungsstrichen, da gibt es ja, die gibt es ja mit Hubwerk. Das ist hier natürlich die Frage. Ja, die fahren alle mit einer Hitch. Ja, natürlich, in Amerika ja, aber wir sind hier... Da ist einfach nur eine Hitch dran. Ja, da ist gar nichts hinten. Ne? Da ist einfach nur eine riesen Hitch dran. Wahrscheinlich kannst du da aber auch ein Hubwerk rankriegen. Die Frage ist, ob du es brauchst. Was ist das? Das ist so auch irre. Der kleine 710er. Das ist der kleine 710er. Das ist einfach nur irre, dieses Gefährt. Ey. Ja. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. So, Tim, wir machen Feierabend. Ja, lass uns mal den Hirsch röhren hier. Ja, fahr doch mal eine Runde hier. Mach doch mal die Tür auf. Gerne, warte. Pass mal auf. Pass genau. Mal auf. Wir machen jetzt hier. Trick 19. Oh. Dann baller mal zurück zum Hof hier. Ich sag mal, immer Material schon. Genau, der Berg, da geht es bergan zum Meer. Das ist ja geil. Das ist ja geil.